Zwetschgen für sich und ein super cremiger Körper. Unser neuer Lila Espresso aus El Salvador. Hey Philipp, wir haben einen neuen lila Espresso. Ja. Du lachst schon, wieso denn? Ja, genau, lila Linien Espresso. Findest du den Namen nicht etwas merkwürdig? Ja, finde ich ein bisschen merkwürdig, weil er irgendwie so lila nichts Linien aussagt. Ja, gut, also lila halt, weil lila und lila aber auch, weil wir denken, hey, die Kaffees haben echt so oft einen sehr fruchtigen Charakter und wir haben hier meistens mindestens einen Honey oder eben dann Naturals oder Anaerobic Naturals Kaffees drin. Und wir haben uns dann mal entschieden, komm, wir machen ein lila Label, weil lila für diese Früchte vor allem steht und deswegen heißt es ja lila Linie. Aber irgendwie, wenn ihr einen besseren Namen habt, wie wir die Linie nennen sollen, außerhalb von lila Linie, schreibt es gerne in die Kommentare. El Salvador. Hatten wir schon mal Kaffees aus El Salvador? Wir denken an Don Roberto, wir denken natürlich an Miramar. Das waren Kaffees, die ihr uns aus den Händen gerissen habt. Und da gibt es ein ganz berühmtes YouTube-Short, bei dem Michel total ausflippt, weil er irgendwie sagt, der Kaffee ist nur geil, der ist nur geil. Geil. So kennen wir ihn gar nicht. Und viele haben gedacht, okay, ich brauche den Kaffee auch gleich und haben den dann bestellt. Und dann wurden, ich weiß nicht, wir haben wirklich in einer Woche so viel von Miramar geröstet. So. Und jetzt zurück aus El Salvador, ja, wieder genau. Unser Los Angeles. Ja, Los Angeles. Los Angeles ist ja auch hier ein bisschen so der Heimweh-Kaffee vielleicht für unseren Juan. Der Juan kommt aus El Salvador eigentlich und der war im Frühling unterwegs. Der war da und hat einen Auftrag mitgenommen, zwar einen Kaffee zu suchen für die Lila-Linie und zwar jetzt eben genau für den Spätsommer, Frühherbst. Und er hat was gefunden. Er wurde fündig. Er ging zu Los Naranjos. Los Naranjos ist ein Unternehmen und die besitzen sechs Farmen, sind im Westen von El Salvador, nahe der Grenze zu Guatemala und sind in einem Tal, also Talboden. So, und da gibt es eben diese Farmen und eine von diesen Farmen, das ist die Los Angeles Farm. Und Juan hat sich da durchgekappt. Die haben ein mega tolles Labor. Das hast du wahrscheinlich auch gesehen auf den Videos. Ja, auf den Videos. Super so, coole Videos da bekommen. Da würde ich gerne hingehen und einfach mal durchkappen. So. Aber Juan hat das gemacht, hat dann so eine Shortlist hierher genommen. Und wir haben diese verkostet. Und die Kaffees waren echt allesamt sehr eigen. Ich fand die sehr toll. Und da gab es ein paar Geishas. Und da gab es aber auch so ein paar gewaschene Kaffees. Also etwas, ich sage jetzt mal, normalere Kaffees. Aber gewaschene Kaffees findet man eigentlich sehr selten, gerade da in El Salvador. Und wir bleiben hier klassisch. Also wir bleiben hier mit der Varietät klassisch. Wir haben hier ein Pacamara. Ja. Und ein Pacamara oder Pacamara kommt ja aus El Salvador. Die Geburtsstunde des Pacamaras ist in El Salvador. Familie Paca plus ein Maragoshipe, der quasi die Kreuzung der Bohne. Eine sehr große Bohne. Ja. Und was wir auch wieder gelesen haben ist oder wieder gesagt bekommen haben und wir waren erstaunt, dass es immer noch so ist, weil man weiß ja nicht, Klimaänderung und so weiter, der Pacamara ist immer noch sehr, ziemlich gut resistent gegen verschiedene Krankheiten. Was wirklich interessant ist. Ja. Bleiben wir noch kurz bei der Größe der Bohne. Also die Bohne ist wirklich so groß wie mindestens ein Daumennagel. Ich würde euch empfehlen, die Mühle wirklich schon deutlich feiner zu stellen. Also wir haben bei unserer Niche ist es die Hälfte des Mahlgrads, was vorhin ein Abbass oder so war, also ein dunkel gerösteter Natural. Also es ist crazy, ihr müsst wirklich mega fein gehen, sodass ihr auch schnell auf gute Resultate kommt. So, zum Kaffee selbst. Wir hatten den, können wir noch sagen, als Filter auch, Filter-Abo. Genau, im Filter-Abo letzte Woche. Also Abenteuer-Abo, wie wir es nennen. David und ich haben darüber gesprochen. Ja, das war exklusiv als Filterröstung in diesem Abenteuer-Abo. Und nun hier für alle zugänglich als Espresso geröstet. Ja, und es ist ja so, es gibt Kaffees, die können beides. Ja? Aber ich finde, es gibt nicht so viele Kaffees, die beides können. Also die Filter sein können und die Espresso sein können. Aber der kann beides. Den haben wir auch ziemlich hell geröstet, also damit er wirklich so seine elegante, frisch, fruchtige Art behält. Und wir mussten den gar nicht länger entwickeln, weil der Kaffee und durch eine längere Entwicklung kann man etwas die Textur betonen, aber der hat von Natur aus schon eine Megatextur. Wie würdest du den Kaffee beschreiben? Das starke Attribut dieses Kaffees ist für mich diese Cremigkeit, die Textur des Körpers. Sie ist, ich sage jetzt,
medium to high, es ist nicht eine Bombe so von der Textur oder vom Gewicht her der Textur, aber sie ist so cremig, also man möchte irgendwie gar nichts runterschlucken. Also, ich habe ja gesagt, ein bisschen klebrig. So wie ein, ja, klebrig, hast du gesagt, Sirup ja, so. Ja, wie so ein Klebstift, wenn ich mir den... Also ich wahrscheinlich habe ich, als ich 2 Jahre alt war, mal so einen Klebstift genommen und abgeschleckt oder so. Aber so stelle ich mir das etwa vor. So fühlt sich der Kaffee an. Also wirklich so klebrig. Und das finde ich schon sehr, sehr charakteristisch. Ja, und trotzdem wird überdeckt diese Wucht, sagen wir, des Körpers, nicht den Kaffee. Also es hat immer noch eine äußerst lebendige Säure mit einer schönen Süße, die das ausgleicht. Und Aroma von Pfirsich oder Vanille haben wir gefunden oder Zwetschge, so in diese Richtung. Und je nachdem, wie wir den Kaffee gezogen haben als Espresso, also ein bisschen länger gebrüht, war es ein bisschen mehr körperbetont. Und umgekehrt, wenn wir ihn ein bisschen kürzer gezogen haben, dann war die Aromatik ein bisschen mehr betont. Also es war interessant. Also das ist jetzt ein 1 zu 2,5 Extraktion auf 30 Sekunden, also mehr so... Etwas lustigerweise, also etwas länger gezogen, aber der Körper ist deutlicher, also die Textur vor allem ist deutlich klebriger. Ja. Und die Aromen, die sind wirklich so frisch, fruchtig. Und je kürzer ihr macht, habt ihr beides mehr. Also ihr habt mehr Körper, noch etwas mehr Textur, aber dann natürlich auch etwas intensivere Säure. Ja, ja. Was ich spannend finde, Nadia, das ist ein Anaerobic Natural. Also wie haben Sie das genau gemacht? Sie haben den Kaffee geerntet und dann haben Sie ihn 72 Stunden in diesen mittlerweile sehr verbreiteten Fässern fermentieren lassen. Luftdicht verschlossen, deswegen auch häufig als anaerob beschrieben. Und nach 72 Stunden haben sie ihn rausgenommen und getrocknet. So, und 72 Stunden ist nicht so lang. Nein. Also gerade so bei diesem Format oder eben bei diesem Modus, also wirklich so in Fässer rein oder Plastiksäcke bei etwas geringerer Temperatur, ist die Fermentation noch nicht super intensiv. Und das zeigt sich dann auch in diesen Noten hier, weil die Fruchtnoten sind recht frisch. Und ihr habt gerade gehört, also Zwetschgen, Pfirsich, solche Dinge. Das sind wirklich so Steinfruchtnoten mit einer gewissen Säure. Aber jetzt nicht so die total überstülpten, superschwer floralen Süßigkeiten. Nein, gar nicht. Das ist wirklich sehr unterstützend. Also ich finde die Fermentation, ich mag den Kaffee, ich bin Fan. Ich finde, was hier mehr gelungen ist, ist die Art der Fermentation, die super gut auf die Varietät eingegangen ist. Denn der Pacamara, so diese gewaschenen Kaffees, die haben eine ziemlich intensive, saftige Säure und die haben so frisch-fruchtige Noten. Ja, also sie sind wirklich so, ich finde das auch auf floral leichtfüßige Kaffees. Und ich hätte es richtig schade gefunden, wenn die Fermentation den Kaffee so überstülpt hätte. Ja. Aber hier finde ich so, beides passt mega gut zusammen. Also sanfte Fermentationsnoten mit sehr reifen Kirschen ergeben dieses Gesamtkunstwerk. Wollen wir noch ein bisschen nach vorne schauen, Philipp? Also wir haben jetzt hier in der lila Linie, genau. Also hier Los Angeles. Ja. Und dann? Und dann geht's nach Nicaragua. Also wir sind in El Salvador und Nicaragua ist seit gestern oder so am Basler Hafen angekommen. Hey. Jetzt geht es noch ein Weilchen, bis der Kaffee hier ist und dann machen wir den ersten Test. Und wenn ihr den leer gesoffen habt, dann gibt es Doña Margarita. Viele fragen uns, wann kommt denn Doña Margarita wieder? Ja, die kommt wieder, aber der Kaffee ist erst jetzt physisch da. Und das wird der nächste Kaffee. Bevor wir dann weitermachen mit César, alter Bekannter, den kennt ihr schon. Wir haben viel Rückmeldungen gegeben und er hat gesagt, hey, er hat jetzt den intensivsten Natural und den fruchtigsten Kaffee ever gemacht. Speziell für uns. Der Kaffee sollte dann eben etwa so im Dezember hier sein. Also, es wird ziemlich lila. Aber wenn ihr noch andere Ideen habt, wie wir diese lila Linie nennen könnten, schreibt es gerne in die Kommentare. Also, Abschluss, Nadia. Warum würdest du diesen Kaffee wiedererkennen? Wegen dieser cremigen Textur. Also, das wäre wirklich, das für mich ist das Attribut, die cremige Textur. Und dann auch, wenn man ein bisschen mehr darüber weiß, diese unterstützende Fermentation, die wirklich den ganzen Charakter des Kaffees super nach vorne hebt. Hey, Unterstützung finde ich ein mega gutes Wort. Wirklich so. Und ich mache mir gerne dieses Bild. Also es gibt Kaffees, die sind so total überzeichnet und ich schmecke überhaupt nicht, wer der Kaffee kommt, sondern schmecke nur Fermentationsnoten. Oder es gibt solche Kaffees, da ich denke, der wurde irgendwie fermentiert, das schmeckt man gar nicht. So, und hier ist es wirklich einfach, geht es Hand in Hand. So, also ihr seht, wir haben Freude auf diesem Kaffee und wünschen euch ein gleiches Erlebnis. Wir haben einige hundert Kilo von dem hier, ab sofort erhältlich. Viel Spaß mit Los Angeles.